So, jetzt aber auch YouTube hier. Leute, ich habe Katzenohren. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Das Spiel ist voll unwichtig. Beobachte diese Katzenohren. Ich mache ein zu großes Ding daraus. Ja. Jetzt mal Real Talk. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Viecher fusioniert, eine neue Pixie besorgt und den Agaphium mir da hinten geholt. Kurze Info, die ich jetzt da nicht erfahren habe. Wenn man sie einmal so freigeschaltet hat, aber das Team voll ist, die sagen ja, deine Party ist mir geradezu voll, sag mir ein anderes Mal Bescheid. Wenn ihr dann nachher mit einem freien Platz dahin geht, dann schließen sie euch instant euch an. Ihr müsst dann nicht nochmal den ganzen Scheiß mit dem machen. Ich habe dabei nebenbei aus Versehen ein Level abgeholt. Ich wollte es nicht mal holen. Ja. Jetzt habe ich einen Damon und einen Sandmann. Wer weiß, ob die immer zum Einsatz kommen. Ich meine, ich habe mir eine Fähigkeit noch verpasst. Müsste ich kurz gucken. Ja, ich habe mir Zahn verpasst. Da habe ich eine Windfähigkeit. So, und wie der Titel schon sagt, würde ich gerne heute zum Tokyo Tower mal endlich kommen. Mr. Steini lassen wir in Ruhe. Ich hatte letztes Mal übrigens recht. Zwischen den Mauern hier war tatsächlich ein Miman versteckt. Ich habe ihn noch nicht eingesammelt. Ich weiß, wo er ist. Wir holen ihn uns eben kurz. Und zwar einmal hier runter. Hinter dem Stein hier. Habe ich gesehen auf dem Rückweg, als ich mir den Agaphium geholt habe. Habe ich wieder 5 Glory eingesammelt. Und 13 Miman 2 noch. Und wir haben ein dickes, fettes Upgrade. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die wichtigen Dinge im Leben. Nämlich die Katzenohren natürlich. Nein. Leute, wir konzentrieren uns jetzt aufs Spiel, nicht mehr auf meine Ohren. Auch wenn die putzig sind, ja. Ich freue mich einfach viel zu sehr über ein kleines Gimmick. Ich bin leicht zu begeistern, Leute. Und hoffentlich auch ein paar von euch. Ich muss dann auch noch, wenn das die Normalität wird, den das Kanalbanner und alles noch updaten. Kommt dann alles noch. Ich will in die Richtung, wo 10.000 Gegner sind, gefühlt. Da sind Mandragoras, Kate Sifs, wovon ich einen neuen, glaube ich, sogar brauche. Ja. Ich bin einer von euch. Nebenbei, es gibt nicht nur immer eine Zeit, wo sie einem überhaupt nicht beitreten wollen, sondern eine, wo sie einem besonders gerne beitreten wollen, gibt es auch noch. Durfte ich auch offscreen erfahren. 117 Macker habe ich. Ich habe eine Stoffmaske auf dem Weg gefunden. Ja, jetzt könnte ich mir jederzeit einen K-Ziff holen. Und man kann die übrigens in diesem Dämonen-Kompendium auch abspeichern, die Dämonen, die man hat. Da kann man sie später wiederholen. Falls man die für eine Fusion beispielsweise braucht. Danke für ein Fernrohr. Ist aber ehrlich gesagt nur bei diesen Mitama-Viechern nützlich. Natürlich will ich was haben. Eine Dunkelheitsscherbe. Hm. Erstmal gucken wir hier in der Gegend. Was ich hier bitte, stimmt auch noch irgendwo ein Miman verbirgt. Hier ist auch noch ein Portal. Ja, bitte. Müsste ich mich heilen? Nö. Ich könnte ein bisschen was verkaufen, aber es hätte keinerlei Sinn gerade. Hallo, versteckt sich irgendwo einer? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier wieder eine Höhle ist. Mit einer Nebenquest wahrscheinlich drin. Aber erstmal hier gucken zwischen den Felsen.
Das ist so ein bekannter Ort, wo sich kleine Möchte gerne verstecken. Heute will keiner von denen. Ich verstehe schon. Ich bin in eine Katze reingelaufen. Rein in die Höhle! Mit den 10.000 Gegnern der Verdammnis. Oh, das sind sogar die Diamonds, die ich mir erschummelt habe durch eine Fusion. Kommt die noch runter? Die haben keinen Bock auf mich. Deswegen kommen die gar nicht erst runter. Natürlich erst, wenn ich im nächsten Gang bin. Oh, es sind gleich 4 von euch. Ihr müsst doch ultra viel XP geben. Bei euch ist Blitz und natürlich Heilig sehr stark. Ich will mal kurz gucken, wie gut hört man eigentlich. Man hört sehr gut. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Jetzt will ich endlich mal Freikugel X sehen. Das ist die Neko Shogun Meisterfähigkeit. Oh, die ist geil. Auch wenn sie nur Single targetet. Aber wenigstens kann ich dann 2 vernichten. So, Hammer müsste doch jetzt Extremes reinhauen. Ich lasse einen leben. Dich mach ich platt. So, dich töte ich nur fast. Bitte überlebt den normalen Angriff hier. So, jetzt lasse ich dich leben, weil wir noch einen Angriff von dir sehen wollen. So, haben einen Angriff gesehen. Keinen speziellen. Tschüss. Ich hätte auch in einer Runde vernichten können. 94. Toll, und jetzt muss ich mir den Weg hier freikämpfen. Einmal da rein. Ist alles nur für ein paar Punkte? Mehr hatte ich nicht als Wunsch. Okay, das klang gerade beunruhigend. 2 Grimoires. Ach so, das ist nur eine Gruppe von denen. Kann ich ignorieren. Vielen Dank. Eine Diamond-Essenz erhalten. Die kann man auch von den jeweiligen Viechern erhalten, die Essenz, wenn man sie bequasselt. Dann kann man die Essenz von denen kriegen. Okay. Bei der Brücke muss ich hoch. Ich gucke aber erst unter der Brücke, weil das so ein Ort ist, wo ich ein Vieh vermuten würde. Oder ich kann einfach direkt dran vorbeigehen. Oh, was seid ihr denn? Euch habe ich noch nie bekämpft, ne? Nee, definitiv noch nicht. Ich würde aber gern eigentlich erst einen von euch bequatschen. Bitte vertrau mir. Ein Gedicht über Alltägliches. Nehmen. So, jetzt kann ich dich beim nächsten Mal mitnehmen. Ich müsste erst eine Fusion machen oder Platz schaffen. So, und jetzt ein Kamm. Hier sind ein paar Sachen zu mitnehmen. Und hier ist eine Meerjungfrau. Ja, bitte. Okay.
Ich soll deine Freundinnen befreien? Ich werde dir helfen. Über dir ist ein See, da soll ich hin. Eine Seejungfrau-Essenz. Okay. Kann ich hier durch? Nein, ist praktisch eine Wand. So, und hier hast du was gefunden, ne? Ein Stäbchen, ein Räucherstäbchen. Okay. Du hast eine Quest für mich, dann kriege ich deinen Schlüssel oder wie das Ding hieß. Okay. Soll ich jetzt einfach von denen ein paar verkloppen? Ja, kann ich ja einfach nochmal in die Höhle gehen, ne? So, drei muss ich verkloppen. Ist jetzt eine. Sind drei Gegner an sich gemeint oder drei Gruppen? Ne, ich muss einfach nur drei an sich töten. Och, nur eine Essenz. Warum denn nur eine Essenz? Wenigstens kriege ich von dir auch noch eine Essenz. Die mir absolut nichts bringt, ehrlich gesagt. Hallo. Da vorne ist ein mächtiger Dämon. Okay, der Dämon am Tokyo Tower läuft Amok. Klingt nach einem Drachen. Young man, before we go to Tokyo Tower, I recommend we strengthen. Welches Level ist denn das perfekte Level hierfür? Ja, die redet nochmal über die Quest von der Seejungfrau. Hier sind Sandmans. Wir wollen natürlich auch die Abszess vernichten. Wo gammelt die genau genommen? Auf jeden Fall erst einmal da oben. Kiste gönnen. Ihr könnt fliegen. Okay, da ist ein Sandman. Ich lasse den Sandman mal leben. Oder nicht, weil er zum Angriff kommt. Ich wollte ihn einen Angriff zeigen lassen. Hat sich damit erledigt. Gegen was bist du überhaupt schwach? Gegen Blitz? Oh, ihr habt euch den falschen Gegner ausgesucht. Ihr habt euch sowas von dem falschen Gegner ausgesucht. Alter, ich kann jetzt sogar normal angreifen und die sterben. Das ist vollkommen Wumpe jetzt. Zack. Erledigt. Typ 1 Aogami-Essenz. Okay. Plus aufwärts war's, oder? Mann, lasst mich doch mal eine Sekunde in Ruhe. Und Miman ist auch nicht hier. Ah, da ist die Abszess. Hä? Wie war, wo, wie, was? Oh, was haben wir da aufgedeckt? Ein Mitama! Und ich darf anfangen. Hierfür lohnt sich die Ferno jedes Mal. Weil dann weiß man, wie man sie one-hitten kann. Mit Feuer. Du hast kein Feuer, ne? Dann gib weiter.
Ich muss Feuer nutzen. Nee, der ist gegen Eis schwach. Ich muss dran. Ufo. Man kann sie nur one-hitten. Das sind halt wirklich XP-Viecher. Mehr oder weniger. Ich wollte nicht campen. Ich will an das da. Zwei merkwürdige Kodamas? Nee, das sind Sudamas. Ich versuch's mal. Warte mal. Erstmal Head Aura aktiviert. So. Zahn. Zio? Zio. Zio hat gut Schaden gemacht. Hammer! Domina bei dem, der noch nicht 1000 Schläge eingesteckt hat. Ich habe Deutsch hinbekommen, Leute. War schwer. Aber ich habe es noch geschafft. Ich habe Deutsch gelernt. So. Jetzt kann ich in der nächsten Runde sehen, wogegen er schwach ist. Masan. Oh Gott. Mein Engel ist tot. Ich muss danach dringend heilen gehen. Ich muss jemanden einwechseln. Warte mal, erstmal, wogegen sind die denn jetzt schwach? Gegen Eis und Feuer. Ich brauche also einen, der mindestens eins dieser beiden kann. Er kann beides. Dann komm rein. So, und ich gehe natürlich erstmal darauf, dass ich mich selber heile. Ich darf nicht sterben. Höllenreißer! Weil das macht auch richtig gut Schaden. Zack, einer weg und der andere pennt. So, hier, dann heile ich den auch mal eben. Damit er mir nicht verreckt. Der schläft. So, jetzt sollte er wach sein. Zahnbrecher! Weg mit deinem Angriff. Ufu. Du machst keine Attacken, also tausche ich dich. Nein. Eis oder Feuer brauche ich. Ansonsten bringt es mir nichts. Ja, dann hole ich wenigstens einen zweiten Heiler rein. Da muss ich nicht heilen. Rakunda! Weniger Abwehr. Der macht ja nix. So. Angriff. Jetzt wird's leicht feierig unterm Arsch. Es lebt noch. Nee, der hat eine Abwehr dagegen. Lohnt es sich überhaupt bei irgendeinem? Tschüss. Abszess besiegt. Der Engel ist halt leider mittendrin verreckt. So. Beweglichkeit wird um einen erhöht. Und er hat Mudo gelernt. Was macht Mudo?
Das ist ein Dunkelheitsangriff. Ich nehme dir mal Sio weg. Passt irgendwie nicht so ganz zu dir, der Angriff. Patra kann ruhig weg. Reicht, wenn das einer im Team hat. So, noch einen Obsess besiegt. Gottes Schoß 3 haben wir. Das ist was richtig Gutes. So, kurz, Fluss aufwärts. Oh, das Vieh sieht auch richtig geil aus. Hallöchen. Warte mal, bevor wir hier weitermachen, gucken wir uns mal hier um. Ob hier vielleicht irgendwo in der Gegend ein Punkt zum Porten ist. Ich hab's irgendwie geschafft, instant da drauf zu springen. Frag mich nicht wie. Ich weiß es selber nicht. So, bisher bin ich nur am dem Wasser entlang. Jetzt gucken wir auch mal hier drumherum. Ich gehe auf jeden Fall erst einmal heilen, bevor ich jetzt weiter renne. Weil erstens einer aus meiner Gruppe tot ist. Und zweitens, weil mir hier sonst gleich die MP ausgehen. Okay, hier ist auch nochmal was zu mitnehmen. Eine Eisscherbe. Und da sind die K-Ziffs. Die Katzen unter den Ziffs. Eine Mandragora. Okay. Ich muss einen Azumi vernichten. Was sind denn Azumis? Auf jeden Fall ist hier noch ein Miman. Ich habe 50. Ich kann mir definitiv was leisten. Ich guck nach und hab ein Räucherstäbchen. Hallo Sandmänner. Deren Beschreibung ist übrigens, dass sie tatsächlich aus dem Deutschen Reich kommen, ne? Also das sind deutsche Dämonen. Immer lassen sie einen einschlafen, wenn man es gar nicht will. Zum Beispiel während eines tollen Films, den man gerade am gucken ist. Ich kann verstehen, dass sie als Dämonen abgestuft wurden. Ich kann mir da oben auch mal jederzeit eine Kodama-Essenz gönnen. Weil man nur eine Essenz Profi haben kann. Da ist noch ein Miman. Wir haben 15. Der hat irgendwas zu den fliegenden Dämonen gesagt. Mach das so. Ach, kann ich nicht. Okay. Ich gehe jetzt einmal zurück. Weil ich mich heilen will. Ich würde gern erstmal meinen ganzen Schmarrn hier erledigen. Zuerst Kadaverkaverne. Wir haben 15, also kriege ich jetzt was. Die Neko-Shogun-Essenz. Die nächste Belohnung ist ein Eisjuwel. Mich interessieren mehr diese Talismänner. Jetzt kann ich mir Wunder leisten, aber vorher zeige ich mal das Dämonenkompendium. Man kann sich dann hier die Viecher wirklich ansehen und da stehen dann so Kosten bei, die kann man ausgeben. Dann kann man sich das Vieh halt bei ihm kurz so bestellen. Und ich könnte die so auch registrieren. Dann kann ich die so dann auch rufen, auf den Level und mit den Fähigkeiten, die sie zu dem Zeitpunkt dann haben.
So, Zweierfusion. Ich belebe erstmal mein Vieh wieder und heile meine Monster. So, drei brauchten dringend Heilung. Ich muss einen Platz freimachen. Ergebnisfusion. Ich kann jetzt Stufe 12 Viecher mir gönnen. Mit der Mandragora und den Agaphion kann ich mir ein Elementvieh holen. Gönne ich mir. Domina kriegst du. Ausfall und dir. Und was Makaya? Ist. So, komm in mein Team. Ein Aeros. Auch cool. So. Das Vieh stand tatsächlich da hinten, also kann ich es mir auch so holen. Und jetzt, bitte. Den Daimon und den Sandmann, die beiden können ruhig weg. Die wollte ich nur haben, damit ich sie mal hatte. So, Bufu kommt rein. Traumnadel ist von dem Sandmann. Du kriegst dir. Nee, warte. Dir kriegst du doch nicht. Du kriegst stattdessen Lebensentzug. Du kannst die Abwehr von jemandem gut stärken und dann will ich noch einen Dunkelheitsangriff haben. Jetzt habe ich eine Seejungfrau. Und habe wieder zwei Plätze vor allem frei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre schlauer gewesen, erstmal bei der Apothese unter die Wunder zu gucken. Konter. Das sind Fähigkeiten, die muss ich mir gönnen. Okay, man wird geheilt, wenn das Ding schon voll ist. Ja, da ich zwei Plätze mehr habe, das gönne ich mir auf jeden Fall. 8 kann ich zurzeit haben. Wenn ich jetzt wirklich zwei Plätze dazu kriege, dann müsste ich doch jetzt 10 nutzen können. Ja, jetzt kann ich 10 haben. Und dazu, wie sind diese Viecher? Richtig easy. Ich hätte gern Sturmlied. Okay, nützt mir nichts, weil das nur der eine kann. Ich habe von das hier den Skillbomb bekommen. Was ist Aramasa? Nehme ich. So, die Heilfähigkeiten gönne ich mir nicht. Ich will Angriffsfähigkeiten haben. Okay. Wenn ich ihr das gebe, dann gehen die Fähigkeiten, glaube ich, einfach nur hoch, ne? Ich will nur gucken. Sie hat Stufe 3, 3 und 2. Was, wenn ich ihr ihre eigene Essenz gebe? Dann kriege ich Domina auch einen Punkt, plus 3. Bringt mir nicht viel. Ich könnte dem Neko-Shogun seine eigene Karte hier geben. Seo und Zahnbrecher. Ja, hat er einfach einen Power-Up bekommen. Den Kodama nutze ich eigentlich auch nie, ne? So, Dämonenkompendium. Und ihr seht, da sind jetzt ein paar dazugekommen. Jetzt kann ich sie jederzeit rufen. Ob für Fusion oder sonstiges.
Den Kodama. Gucken, ob ich den irgendwie sinnvoll verwerten kann. Nicht wirklich. Also ein Takeminata. Wie sieht das Ding aus? Ekelhaft. Nein. Darüber lässt sich reden. Die hat vor allen Dingen gute Techniken. Was ist Lebensquell? Die kann wiederbeleben. Dich will ich sowas von haben. Auch wenn es noch ein bisschen dauern wird. Und in der Kompendium-Fusion? Absaras, was ist das? Das ist jetzt auch neu. Wenn der Mar wohl hintersteht, dann ist es einfach ein Gruppenangriff. Ja. Ich werde mal gucken, dass ich als nächstes mir die Fähigkeiten alle hole. So, das speichern wir ab. Ich habe jetzt richtig coole Viecher. Wir bauen unser Team eben kurz wieder richtig auf. Der Engel kommt natürlich rein. Und du hast auch coole Skills, ne? Ja. Rein in die Gruppe. Mehr will ich doch gar nicht. So, und das Gute ist, dieses Alumi-Viech da, also diesen komischen Wassergeist da, den kann ich mir instant gönnen, weil ich den schon einmal bequasselt habe. Kann ich auch jetzt endlich mal vorführen. Ich kann ihn jetzt einfach angreifen. Und wenn ich jetzt mit dem rede, dann wird er sagen, ja, du kannst jetzt einfach mit. Guckt. So sieht man sich wieder. Der Junge, der schon zu viele Begleiter hatte. Ja, jetzt kann ich ihn mitnehmen. Und jetzt habe ich den halt. Ich muss noch ein paar von euch umbringen. Bitte ohne die Sandmänner. Leo ist bei beiden stark. Ich mache erstmal auf dich. Weil für dich brauche ich weniger lang. Er ist ausgewichen. Nein! Sturmlied! Nice! Nur hast du hauptsächlich den Falschen angegriffen. So, bei ihm ist Han natürlich stark. Ah, der hat diese Glücksfähigkeit. Einmal vorschwächen, bitte. Dann mache ich extra, dass die drei jetzt den Zug überspringen. Dann kann ich diese Glücksfähigkeit mal ausprobieren. Weil er ist vom Typ Element und kann diese Fähigkeit nutzen. Dann kriege ich mehr Erfahrung und mehr Macker. Ausfall! Es rennt einfach in sie rein. Geil. Yes. Du bist eigentlich unnütz. Rikam hätte ich gern. Und vor allen Dingen hätte ich gern so langsam mal aber sicher mal die Fähigkeit, dass ich hier mir einfach gönnen kann, ne? Aramasa will ich jetzt auch mal sehen. Ich hätte nicht A drücken, sondern hätte mir die Fähigkeit ganz gesehen. Hammer! Alter, der Engel ist so geil. Lebensentzug.
Sieht so aus, wie man sich vorstellt. Makayama! So, Aramasa. Das sieht richtig geil aus. Nur ein bisschen schwach. So, drei von denen muss ich noch prügeln. Was wollte ich jetzt gerade eben eigentlich wirklich sagen? Ich hab's vergessen. Perfekt, Leute. Muss ich von der Karte dahin? Nee, aber da ist was zum Mitnehmen, also gönn ich. Hallo, wer auch immer hier oben gammelt. Wir warten Spacken. Eins. Da ist eine Azumi-Essenz, die kann ich nicht gebrauchen. Und ein Miman. Jawohl. Wieder ein paar Glory mehr. Ich wollte mir halt mehr Fähigkeiten gönnen. Das wollte ich sagen. Okay, hier kann ich einfach reinspringen. Und wir wollen uns ja jetzt noch zwei, drei Viecher von denen krallen. Und den da oben will ich bekämpfen. So. Und ein Yoma-Talisman. Was macht ein Yoma-Talisman? Und 500 XP. Ich muss gucken, was macht der Yoma-Talisman? Den Einsatz Yoma-Magatsui-Skills. Ich brauche einen Yoma. Habe ich einen Yoma schon mal gehabt? Oder ist das ein spezielles Monster? Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Typus oder ein Monster an sich ist. Ich glaube aber nicht. So, wir bekämpfen auf jeden Fall jetzt das Spinnenvieh da oben. Das will ich schon die ganze Zeit haben. Das will ich bequatschen. Du wirst mir gehören. Weil du siehst richtig geil aus. Lass uns reden. Tsuchigumo. Noch wahnsinniger Lachen. Ich hab gewonnen. Scheiße. Ich hab das Lachduell gewonnen. Zum Glück ist hier nicht nur einer. Ich will dich mitnehmen, bitte. Ich spreche ihn trotzdem an. Hätte ich ihn ignorieren sollen? Jetzt knallt er mir zweimal eine. Oh, Marzio. Scheibenbrot. Du bist doch mega gut. Ich komme ihm näher. Weiter nähern. Natürlich. Er wollte wohl nicht knutschen. Schade, ich war auf eine Beziehung aus. So knapp war ich da vor ihm zu angeln. Okay. Ist ein bisschen doof, dass ich jetzt keinen von denen habe. So, mit dir kann ich reden. Okay, ich bin jetzt wirklich knapp vom Tokyo Tower. Ich würde mir aber gern so ein Vieh vorher mitnehmen. So, flussaufwärts soll natürlich was sein. Ah, das ist diese Sitte. Hm.
Ja. Wetten, die ist mega stark. Ich kann nicht mit der reden, ne? Leute, die ist Level 17. Die macht mich sowas von fertig. Aber der andere ist Level 13. Kann ich dich bequatschen? Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, einfach mit der zu reden, erstmal. So, einmal Fernrohr. Dann wissen wir wenigstens, was gegen den gut ist. Heiligen Schaden, Engel, let's go. Den zuerst. Sturmlied! Ich versuche dich lieber schlafen zu lassen. Das ist besser für uns alle. Glaubt mir. So, jetzt weiß ich wenigstens, was gegen die stark ist. Bei beiden heiligen Schaden. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hätte mit der reden sollen. Ach, Massa. Das wirkt halt schon fast wie ein Ultimativangriff, ne? Ah, es kann maximal 10 machen. Okay, dann kann es 80 verursachen, wenn ich Glück habe. Segen! Ich musste einmal heilen. Warum mache ich nicht das hier noch? Omega Toki. Ach verdammt, ich hätte den Elementeinsatz machen können. Ufu! Wir wollen ihn erstmal loswerden. Son! Tschüss! So, bei dir nützt nur Heiling und Windschaden was. Habe ich Wind? Ich habe Wind. So, jetzt ist die wach. Jetzt wird die mir die Fresse polieren. Das würde gerade nur zweien helfen. Mama! Ich mach mal deine Abwehrhöhe, dann überlebst du vielleicht die nächste Runde. Son! Plus 3! Geht ja gar nichts aus. Genau bei denen, der schwach dagegen ist. Und die kann zweimal angreifen, die Troller. Zuallererst. Kacke, verdammt. Pixie, komm rein. Bist der Einzige, der heilen kann. Zumindest gut heilen kann. Obwohl ich schon davon spreche, heil mich. Sturmlied. Auch wenn das nicht wirklich ein Lied ist. Son. Scheiße, wäre schlau gewesen, sie einzuschläfern. Wir beenden es so, wie es angefangen hat, mit Aramasa. Besiegt. Wir hätten das bestimmt friedlich lösen können. Aber jetzt habe ich die Bitte da einen erfüllt. Und muss einmal den kompletten Weg zurück. Das macht mich glücklich, ne? Warte mal, ich mache Stärke höher, da macht nämlich Aramasa mehr Schaden. Aramasa braucht unbedingt Power-Up. Nein, das war nicht falsch. Sie ist geflohen.
Ich fühle mich schlecht. Ich hätte zumindest mit ihr reden sollen. Und was habe ich getan? Ich habe ihr die Fresse poliert. So, und wie steht das jetzt mit der Meerjungfrau? Erst einmal Autoheilung. Ich habe keine Skills zur Wiederbelebung. Ist da oben ein Stein? Da oben ist ein Stein. Wie komme ich da dran? Ach so, von der Seite aus irgendwie. Ab nach unten. Warte mal, war da ein Mii-Mann? Da ist ein Mii-Mann. Man muss perfekt landen, um an einen Mii-Mann dran zu kommen. Auch geil. Das versuche ich gleich. Halt doch jetzt mal an. Ich muss dem Fluss bis in die Berge folgen. Okay, ich muss sehr weit nach oben dafür. Hab ihn. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur irgendwie ganz nach oben kommen gleich. Vorher aber porten wir uns mal zurück, dass wir die eine Quest abgeben können. Hallo, ich hab sie umgenietet. Hallo, Absaras. Es fühlt sich trotzdem schlechter an, was ich getan habe. Oh, sie hat ein neues Lied gelernt. Sie kann einen Gegner in den Schlaf lullen. Das ist Marin Karin. Ein Schlafjuwel auch noch. Ja, Masan! Ja, man kann weg. Ich habe Absaras bekommen. Jetzt hassen die mich. Ich habe Absaras mitgenommen. Wie stark ist denn die? Die ist Level 16. Sind ihre Skills heftig? Die hat kaum Skills. Weißt du, so ein hohes Level und dann keine Skills haben, ne? Das ist auch eine Kunst. Welt der Schatten. Dämonenfusion. Eine Spezialfusion. Mit dem Asumi, einem unbekannten Vieh. Ich glaube, das dritte in der Reihe kennen wir sogar. Wenn ich auf Ergebnisfusion gehe, das war eine Stufe 21er. Nee, den haben wir tatsächlich nicht. Habe ich den für die 26? Warte mal, nee, ich muss wenn ein Kompendium nutzen. Habe ich nicht. Tatsächlich. Obwohl, Kikuiro Hime wäre wahrscheinlich der erste von denen. Naja. Dämonenkompendium. Nee, warte. Apothese. Essenzfusion. Du kriegst erstmal Essenzen. Mädel. Kann sich ja keiner ansehen. Läufst hier ohne Skills rum. Das ist, als wenn ich nackt rumlaufe. Ach, Domina ist jetzt nicht so gut. Reicht, wenn einer in der Gruppe gut einnullen kann.
Cloud. So. Von Daimon. Den Höllenreißer kann nur Daimon selber haben. So. Jetzt hast du wenigstens ein paar Skills. Muss man sich nicht mehr deiner schämen. So, und im Dämonenkompendium ist die jetzt drin. Es wird sich trotzdem scheiße an, wie ich die eine umgenietet habe, weil eigentlich hat sie nichts getan. Sie hat nur Träume von den Leuten in Erfüllung gebracht. Ja, ich habe Geschenke für dich. Ja, ich kann ihn kriegen. Nimm dir. Ich will dich. Ich habe einen Sushigumo. Geilo. Und heute haben wir, glaube ich, dann auch endlich den Tokyo Tower erreicht, ne? Wir sind zumindest knapp vor ihm. Hier ist auch noch eine Station. Toll. Ich habe jetzt so ein starkes Team für den Anfang. Also bei der Apsaras, keine Ahnung. Aber ich habe den Tokyo Tower erreicht. Okay. Er warnt mich bei starken Viechern und bei Bossen, dass sie da sind. Dann haben wir jetzt wohl endlich einen Bossfight vor uns. Aber vorher muss ich Katzenshining kurz wegnehmen. Brethren, as decreed by the Seraphim, I, Abdiel, hereby take command of Bethel's holy army. Our foes are the demons of chaos, who swore allegiance to that contemptible snake. Yet fear not, we are all blessed with the divine protection of God himself. Warriors from far and wide, hear me now. Strike them down in the name of order! The unholy will find their deliverance by our blades! Nächster Bossgegner, der uns den Arsch versohlen wird. There shall be a true rebirth.
A wholly new future. All that remains is for me to sow the seeds that shall sprout into this grand reality. Das ist dann wohl eher der Endboss, würde ich sagen. War das deine Erinnerung, Aogami? It must have been. That was Lucifer, the Lord of Chaos. Shortly after our encounter, my operation ceased. Okay. It was only after I sensed your presence that I reactivated. Okay. I've since recovered a portion of my memory data. Yes, I was an agent of Bethel, and I was sent here on an important mission. Und was war deine Mission? Base not far from here, at the Tokyo Diet Building. There, the angels of Bethel worked tirelessly to protect the people. Okay. It is my guess that the angel who took your friend will also be there. Let us make our way. Okay, gut zu wissen. For your own safety. Hey, hey! This is no time to space out. Something's coming. Was, Gegner? Was richtig Heftiges, bitte. Was mich nicht so pervers anguckt. Medusa? Schätze ich. Wegen den vielen Schlangenköpfen. Orochi wäre auch noch eine Möglichkeit. Jetzt darf ich mich wieder zeigen. Was bist du? Ich werde als allererstes Fernrohr einsetzen. So, Fernrohr. Aber wir wissen, was stark gegen dich ist. Eis ist stark. Okay. Dann ist Apsaras hier sogar ein Segen. Zack. Und die Seejungfrau ist auch ein Segen, weil ihr Sturmlied richtig viel Schaden macht. 3 bis 6 mal 20 mindestens. Da kann 120 Schaden mal rumkommen. Komm, hau rein! Ach, nur 3 mal, du bist eine Enttäuschung! Naja, ihn kann ich aber hier gerade nicht gebrauchen. Wer von euch hat noch... Warte mal, ich gehe auf Skill-Info. Ja, du hast nur Marzio, dich müsste ich noch ausbessern. Du hast nur Bufo. Ich nehme den Engel, weil der alle heilen kann. Dann habe ich wenigstens einen All-Healer. Wir gehen für den Abschluss hier erstmal gucken, womit der überhaupt angreift. Aber was ich nehmen kann, ist das Eisjuwel. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Bufu! So sieht sie, Jungfrau. Bitte, sei keine Enttäuschung. Das ist eine Hydra übrigens, habe ich gerade gelesen. Ach, du bist eine Enttäuschung. Mach doch mal mehr Schaden. 3 bis 6 Treffer und du machst immer nur 3. Oder kannst du bei einem einzelnen Gegner nur 3 Treffer machen? Ich hätte vielleicht das vorher nochmal aufladen sollen. Stimmt, ich kann es vergiften. Kann man es vergiften? Nein, kann man nicht. Schön, dass wir das geklärt haben.
Sturmlied! Bring ihn weg! Ach du Enttäuschung. Kann man Verwirrungszustand auslösen? Es hat nur gemisst. Es ist offenbar möglich. Eisjuwel, weil das mehr Schaden macht als mein Bufu. Der kann natürlich Angela angreifen und auch noch gleichzeitig vergiften. Wie oft kannst du denn angreifen? Einen Moment. Ich brauche unbedingt die Seejungfrau. Ich kann nicht ohne sie kämpfen. Ufu! Heilung! Die Seejungfrau kommt halt erst nächste Runde wieder. Dasselbe gilt für Absaras. Würde ich mal schätzen. Nee, warte, ich muss die reinwechseln. Das war's. Kann ich ihn einschläfern? Danke. Das macht mein Leben einfacher. So, dann belebe ich die beiden jetzt erstmal. Der pennt. So, die Seejungfrau erstmal reinholen. Ich lasse den schön weiter schlafen. Heil mich mal bitte. Gib mal den Zug weiter. Du darfst auch einmal hier einen Segen machen. Du bist auch hauptsächlich nur dafür da, alle zu heilen. Für was anderes bist du ehrlich gesagt überhaupt nicht da. So, Absaras, ich brauch dich. Komm zurück in die Welt der Lebenden. Bitte wach nicht auf. Es ist aufgewacht. Gibt's sowas wie einen Giftabschwächer? Nee. Eisjuwel, ich muss auch mal Schaden machen. So, Absaras, komm wieder rein. Komm, Sturmlied, hau rein! Es nützt halt nicht so viel. Aber ich kann sie halt auch nicht sterben lassen. So, letztes Eisjuwel. Ufu! Ist es tot? Es hat ein paar Köpfe verloren. Ah ne, die wachsen nach, ne? Sturmlied! Mann, ich glaube bei einem Einzelnen kann das wirklich nur dreimal maximal treffen. Polimpa! Vielleicht klappt es ja. Der Glaube war da. Bitte greif mich an. Bitte greif mich an. Oder zumindest töte nicht die Seejungfrau. Habe ich eigentlich ein Schlafjuwel? Ich habe ein einziges Jahr. Okay. Zuallererst Omagatoki. Oder wie das hieß.
Jetzt hau ich dir auf die Fresse. Aramasa! Für YouTube habe ich das auf jeden Fall geschnitten, wie ich hier pausenlos versuche, alle hochzuheilen. Irgendwann hat es halt funktioniert. Jetzt kriegst du ultimativ eine aufs Maul. Sturmlied. 26 bis 28 macht das normalerweise. Und jetzt hat es 40 mit fast jedem gemacht. Und Segen. Ich habe mir das noch nie angesehen vorher. Und noch einmal, Aramasa! Dir hau ich auf die Fräse! Fall doch endlich mal tot um! Das waren sogar alles Crits! Komm, hau sie eben weg, Seejungfrau! Jetzt hau es weg! Es ist tot! Es ist tot! Die einzige schwierige Phase war das Hochheilen. Oh. Ich hau sowas von meinem Angriff hoch, damit Aramasa mehr Schaden macht. Und wenn ich bei dir kann, ich hau Polimpa weg und Ulmeri kam. Schleimessenz, toll. Ich weiß nicht, ob ich es haben will. Junge. Es war halt wirklich nur dieses, dass ich nicht wirklich heilen konnte, weil der alle gleichzeitig immer getroffen hat. Ich hab's geschafft. Ich hab ihn fertig gemacht. Und dafür habe ich nochmal 600 extra XP für jeden bekommen. Ich kann die Hydra mir jetzt machen. Was? Das gucke ich mir gleich an. Erstmal hier hochklettern. Dann kann ich vielleicht endlich das Problem der Seejungfrau lösen. Oder ist das wirklich ganz weit oben? Zuallererst den da gönne ich mir. Gib mir die Glory. Lecker. So, Miman, hallo? Einer da? Ich hätte hier einen Miman erwartet. So, sind die Automaten wieder nutzbar, dass ich mir was gönnen kann? Ja. Geld. Ich glaube, dass meine Meerjungfrau ist noch ein bisschen weiter oben. So, zuallererst verkaufe ich jetzt das ganze Zeug. Dann heile ich meine ganze Truppe einmal voll. Ich habe keine Juwelen mehr. Die sind halt wirklich legit alle gerade draufgegangen. Und das war auch sinnvoll, dass ich die Juwelen bei dem alle rausgehauen habe. Eros, dass du den eingeschläfert hast, das hat mir einfach den Tag gerettet. Erst dann konnte ich wirklich alle hochheilen. Hier soll irgendwas neu sein. Der hat wahrscheinlich jetzt neue Objekte zum Kaufen. Warum du sowas sammelst, verstehe ich immer noch nicht ganz. Oh, ich kann mir jetzt Essenzen kaufen. Das Problem ist, die sind alle nicht wirklich praktisch. Also ich kann keine davon wirklich gebrauchen. Was mich aber interessiert, Welt der Schatten. Hydra soll ich jetzt machen können. Dämonenfusion. Das ist keine Spezialfusion. Wo ist sie? Warum kann ich mir sowas basteln? Ah, okay. Ist auch nicht wirklich praktisch, das Viech. Ich könnte mir die beiden hier machen.
Warte mal, erstmal speichere ich mir den besseren Schleim aber vorher ab. Morkoi haben wir relativ am Anfang gesehen, konnten ihn aber natürlich nicht besitzen. Den Erzengel haben wir gerade in der Sequenz gesehen. Warte mal, Dämonen-Kompendium, vielleicht dort? Irgendwo stand was mit der Hydra. Vielleicht habe ich eine Essenz erhalten von der. Nee. Muss mir das im Nachhinein angucken, was ich jetzt genau bekommen habe. Wäre praktisch. Ich fände Magatsui-Überfluss gut, weil dann würde ich mich jede Runde heilen, wenn die Anzeige voll ist. Dann würde es sich auch lohnen, die mal ab und zu nicht einzusetzen. Ich nehme mir aber erstmal die hier, damit das Ding überhaupt sich leichter füllt. Dann einmal, wenn meine Resistenzen genutzt werden und wenn die Schwachpunkte des Gegners genutzt werden, dann fühlt sich das leichter. Das klingt für mich sehr sinnvoll. So, im Dämonen-Kompendium möchte ich mir jetzt den Schleim abspeichern. Are you registering demons? Den Neko-Shogun möchte ich mir einmal abspeichern. Auch den Kodama und die Pixie. Weil die haben ein recht gutes Level-Up gemacht. Und der Engel ist auch nicht gerade schlecht. So, jetzt kann ich ruhig mal hier ein bisschen Ergebnisfusion machen. Und die Viecher, die hier mir fehlen, mal eben kurz mir gönnen. Den Tsuchigumo, den hole ich mir einfach nach dem Stream einfach nochmal neu. Weil der hat eh zurzeit keine Techniken. So, dann gönne ich mir jetzt zuerst den hier. Die beiden Fähigkeiten scheinen bei dir gut zu sein. Und kriegst dann noch die Gift-Fähigkeit. Halt nochmal sowas zum Ende gönnen. Erinnerst mich an irgendwen, den ich nicht mag. So. Den kann ich mir jetzt noch gönnen. Der kann einen Marzio nutzen. Dia funktioniert ganz gut und Domina hat auch Plus bei ihm. Das ist ein Element. Blitz offenbar. Und ich könnte mir, wenn ich ein Level-Up habe, Fortuna endlich holen. Was ist Lebensquelle? Das habe ich jetzt immer noch nicht raus. Steigert maximale HP. So. Welcher fehlt noch? Zweihorn könnte ich machen, wenn ich mir den Schleim und den Kaziff eben hole. Oder ich hole mir den Kaziff und hole den, pack den Obarion einfach direkt drüber. Dann dieses komische Vieh. Ne, dafür will ich meinen Aeros nicht aufgeben. Der ist zu gut dafür. Ja. Gönnen, ne? Gönnung! Ich mach das halt über das Kompendium jetzt. Das heißt, es werden nicht meine Viecher verwendet. Dann haben wir mal ein paar Monster mehr. Beziehungsweise Dämonen mehr. So, das kostet offenbar zu viel. Außer ich hole mir einen Kaziff, dann kann ich das kostenlos machen. Mein Kompendium wird auf jeden Fall sehr voll. Momentan. Man kann das jederzeit nochmal neu eintragen. Sobald die irgendwie Level-Up gemacht haben.
So, ich habe jetzt ein paar richtig krasse Viecher. Ich hole mir dieses eine Spinnenvieh auf jeden Fall nochmal offscreen. Auf jeden Fall, Leute, hier beende ich das jetzt heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, auf Twitch ein Follow, auf YouTube ein Abo. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich speichere jetzt hier und mache für heute Schluss. Bis dann. Tschüss.